hier ist ein Warning. Nicht hier langlaufen. Denn diese Eidechsen hier, die fressen euch auf. Mit Haaren. Ein bisschen Parcours machen. So, wir starten unseren Morgen um 8 Uhr bei 27 Grad. Total verschwitzt. Und wir gehen jetzt gerade die Wasserfälle entlang. Das ist das richtige Wort. Um uns etwas sehr Schönes anzuschauen. Und zwar Wasserfälle. Da ist eine Höhle. Da ist Ilona geboren drin. Genau da. Wir kommen jetzt gleich zu unserem zweiten Wasserfall des heutigen Tages. Und der ist der höchste mit 25 Meter. Leider kann man von da nicht runterspringen. Aber später kommt einer, da kann man runterspringen. Da sollte man vielleicht nicht runterspringen. Aber man kann runterspringen. Und wenn man was kann, dann muss ich es versuchen. Wir sind jetzt hier am zweiten Wasserfall. Der ist 25 Meter hoch und es gibt zwei Wege nach da oben. Es gibt einmal eine Treppe, die geht ganz leicht, links, rechts, links, rechts, links, rechts, einfach immer weiter nach oben. Und dann gibt es den schweren Weg, der geht einfach den Berg nach oben. Wir versuchen jetzt den schweren Weg nach oben und den leichten Weg nach unten. Ergibt zwar keinen Sinn, aber das versuchen wir jetzt. Ilona hat gesagt, diese Challenge packt sie an. Wir haben uns angeschnallt. Jetzt kann ich mich nicht mehr zuschnallen. Wir sind zugeschnallt, Ilona, zuschnallen und dann geht's nach oben. Los geht's. Achso, ja, so sieht's übrigens da aus. Du musst hinter ihr bleiben. Ich muss hinter ihr bleiben, falls du runterfällst. Ja, genau. Damit wir beide runterfallen, nicht nur du. Okay. Danke. Ja. So, wenn ich runterfall und du weiterlebst. Das wäre echt blöd. Da müsste ich mich darum kümmern, dich irgendwie wieder nach Deutschland zu bekommen. Ja, Ilona und ich haben einen Deal gemacht. Und zwar, dass wir zusammen sterben. Deshalb muss sie vorne klettern. Das heißt, wenn sie runterfällt, fallen wir beide runter. Wenn sie hinten wäre, würde sie als Einzige runterfallen. Und ja, das wäre nicht so gut. So, da klettern wir jetzt hoch. Also solange ich die Kamera draußen habe, ist es eh super easy. Wenn ich die Kamera einpacken muss, dann ist es was komplizierter. 10 Meter geschafft vielleicht und wir haben nochmal 15 vor uns, also haben wir schon fast den halben Weg. Super easy. Ich nehme mich ganz fest hinter dir. Das Gute hier, man kann sich hier sehr gut festhalten. Das heißt, sogar wenn man ausrutscht, kann man noch an diesen Dingern hängen. Sehr entspannt dieser Weg, also was heißt entspannt, ist schon anstrengend natürlich. Aber wie gesagt, ich habe die Kamera noch draußen, das heißt, es gibt sicherlich schwierigere Wege. Oder ich falle gleich einfach runter. You never know. Rechts? Ja, rechts. Rechts ist, wo der Daumen links ist. Keine Angst, ich bin hinter dir. Das ist ein Schlauch. Aber wir müssen auf die andere Seite wahrscheinlich doch. Ja, sieht leichter aus. Halten. 20 Höhenmeter. 20 Minuten später haben wir es geschafft. Ilona hat es auch geschafft. Sind wir jetzt, ich glaube, den halben Weg. Anscheinend kommt jetzt gleich nochmal ein schwerer Weg. Aber wir kommen hier hin und hier ist schön und hier ist fast niemand anderes. Natürlich nicht, weil wer ist so doof und nimmt diesen Weg? Nur so Hardcore-Wanderer oder Hardcore-Kletterer. Genau. Und ich habe Schwitze im ganzen Körper, sogar unter den rechten Zehennagel. Und wir wandern und wandern und wandern, bis wir zu dem coolen Wasserfall kommen, wo ich auch runterspringen kann. Wie ihr gemerkt habt, ich mag es, von Wasserfällen runterzuspringen oder von Klippen. Wir haben uns ein bisschen geirrt. Es geht nicht nochmal hoch. Es geht einfach nochmal runter. Steil. Okay, jetzt haben wir es hier hochgeschafft. Oder wieder runter, wie auch immer. Und wir stehen hier am Abgrund.
Lorna hat es auch geschafft, gestorben. Sie will es gerne nochmal machen. Ich bin ja gestern einen Wasserfall runtergesprungen und der war hoch. Aber ich bin gerade die Hälfte dieses Berges hier gesprungen und ich glaube, die Hälfte ist schon höher als der Berg, den ich gestern gesprungen bin. Aber das Wasser ist perfekt dafür, also ich werde das auf jeden Fall jetzt machen. Da sind ja gar keine Steine, also wenn du 2 Meter wegspringst. Also ich habe das Gefühl, dass es keine 5 Meter sind, sondern es sind über 10. Weil 10 springe ich normalerweise ohne Probleme. Aber schauen wir jetzt mal. Ich springe jetzt einfach mal und dann schauen wir mal. Ready? Also, ich habe mich gehört, als ich losgesprungen bin, habe ich gedacht, oh, es ist doch so viel höher. Also es ist doch sicherlich über 10 Meter. Oh, ist das scary. Und dann der Aufprall war schon hart, aber jetzt nicht schlimm, also nichts, wo du Schuhe anziehen musst oder sowas. Aber war schon einmal bumm. Aber Wasser ist perfekt dafür, der Stein ist auch gut dafür. Genau, nur die Höhe halt. Das ist eine neue Höhe. Wie sagt man, Montezuma ist schon so ein bisschen alternativer. Ja, entspannter sozusagen. Und hippie-mäßig. Ja. Kämpft mit einem Burrito Tortilla. Naja, wir sind hier umzingelt von ganz, ganz, ganz vielen Affen. Das ist sehr cool, weil das ist genau das, was ich sehen wollte. Und die genießen das jetzt. Wieder, wir haben keinen Eintritt oder sowas gezahlt. Wir sind random irgendwo in Costa Rica. Also random, hier, wir gehen wieder zum Wasserfall, wo wir heute Morgen auch schon waren, um da zu entspannen. Also, wie gesagt, man muss keine Touren machen, man muss nicht unbedingt irgendwie in einen Nationalpark, man kann auch einfach irgendwo hinlaufen in Costa Rica und da gibt es Tiere, wilde Tiere, die man sonst nicht sieht. Zum Beispiel da. Das regnet. Ah, nee, das ist eine Iguane. So, es wird langsam etwas später und voller.
Und deshalb gehen wir jetzt. Mal sehen, was wir noch machen, aber wir haben jetzt keine Lust mehr, hier zu chillen. Hier ist es zu voll. Zu viele Menschen. So sieht es mittlerweile aus. Deshalb, ja, packen wir es jetzt und chillen woanders weiter, wo weniger los ist. Bist du noch da? Jetzt ist es hier. Leverage.